Gut, dann sehen wir uns jetzt hier mal weiter um. Hey, diese Führungstotems sind schon ganz nützlich, ne? Wenn ich nicht im Voraus gewusst hätte, dass dieser Wolf quasi zahm ist. So, was haben wir denn hier? Alkohol. Auf jeden Fall. Oh Gott. Wartet mal, die Jacke kenne ich. Nimmst du mal die Hand zurück? Komm schon! Nimm die Hand zurück, Mike! Moment, ich muss jetzt erstmal die Totems checken. Ich muss die Totems checken, das. Das könnte die Jacke sein. Das ist auf jeden Fall Matt, der da stirbt. Die kennen wir nicht. Das dürfte Emily sein. Das ist Ashley. Matt. Jessica. Irgendwer in Rot. Scheiße. Ja. Wir wurden gewarnt. Wir können nicht sagen, dass wir nicht gewarnt wurden. Nimmst du bitte die Hand zurück, Matt? Na gut. Dann ist alles gut. Sind auch noch Kugeln drin, ja? Immerhin ist es nicht mehr ganz so scheißen kalt hier. Was haben wir denn hier? Was für ein Freak. Bigfoot. Eine Karte des Bergs mit Sichtungen und kürzlichen Fällen verschollener Personen mit Daten. Sieht aus wie das Werk eines Besessenen. Ja, der Kerl weiß irgendwas. 14 Missing in Mountains. Der weiß was. Der weiß, was hier los ist. Das ist nicht unser Feind. Das ist wahrscheinlich unser bester Verbündeter im Kampf gegen die Monster. Der weiß zumindest, mit was wir es zu tun haben. So deute ich das Ganze jetzt zumindest. Das geheime Zigarrenversteck. Da haben wir doch schon einen Zigarrenstummel gefunden, ne? Genau, hier ist aktualisiert. Das Etikett ist das gleiche wie auf der Zigarrenkiste, die im Sanatorium gefunden wurde. Eine Zigarrenkiste aus Holz. Es ist nur noch eine Zigarre übrig. Das Markenetikett ist sehr auffällig. Ja, und was uns hier fehlt, Hinweis Nummer 4, das ist diese gottverdammte Axt. Und das ärgert mich so. Das ärgert mich total. Da hinten steht noch eine Kiste, die sollen wir wahrscheinlich untersuchen. So, haben wir hier auch noch was? Nee. Hier scheint nichts weiter zu sein. Boah, das mit den Fingern ist so böse. So böse, ey. Mike, ich wollte das nicht. Wir gucken erstmal in die Kiste. Und dann gehen wir durch die Tür da hinten, wo der Kerl auch durch verschwunden ist. Vielleicht kann ich so ja die Wölfe besänftigen. Ja, vielleicht. Ist sicherlich nicht verkehrt. Können wir unserem Freund am Eingang erstmal eins geben? Ich meine, da waren ja noch mehr drin. Wir können uns sicher ein zweites holen. Hier, Wauzi. Mein Freund, das ist für dich. Ja, genau. Ja. Bitteschön. Cool. So, okay, aber wir holen uns gleich noch ein zweites. Also ich hoffe, dass wir uns noch ein zweites holen können. Weil es gibt ja zwei Wölfe, ne? Da war ja noch der aus dem Treppenhaus, der uns gejagt hat. Und wir haben ja am Anfang in der Kapelle auch gesehen, dass der Kerl hier mit zwei Wölfen unterwegs war.
Wieso kann ich mir kein zweites holen? Och, das ist doch jetzt scheiße. Das ist doch jetzt scheiße. Da waren definitiv noch welche drin. Also das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich es mitgenommen. Ernsthaft. Warum musste mir das jetzt kaputt schießen? So, hier vorne noch irgendwelche Hinweise. Ich meine, die Pferde führt ja offensichtlich nach links. Ach du Scheiße. Wir müssen bestimmt nach unten. Warum sind hier eigentlich so viele Gitter? Da liegt noch was. Die Wundermänner. Die erfolgreiche Rettung aller 12 eingeschlossenen Bergarbeiter beim Unglück vom 5. Januar 1952. Ich denke, es waren 30. Auf dem Foto waren nur 12 Überlebende zu sehen. Ein gerahmtes Foto der Bergarbeitergruppe, die 1952 nach einem Einsturz gerettet wurde. Laut der Plakette haben alle 12 Bergarbeiter überlebt. Update: Es gab 30 Stechuhrkarten aus der Mine. Ja, wurde was vertuscht. Was haben wir hier? Ein Tote. Ein Todestotem. Und sie sind nicht in der Reihenfolge. Wir haben also durchaus noch die Chance, die anderen zu finden. Okay, wenn wir irgendwann mit Mike in einer Situation sind, wo wir ein Feuerzeug entzünden können, sollten wir das Feuerzeug nicht entzünden. Auf gar keinen Fall. Das sollten wir im Hinterkopf behalten, aber wenn es dann soweit ist, ist es bestimmt irgendwas, wo ich nicht dran denke. Das vergesse ich bestimmt, wenn es dann wirklich relevant ist. Oder im Kontext macht es vielleicht auch Sinn. Vielleicht opfert Mike sich an der Stelle, um die Monster zu erledigen, damit irgendwer anders überleben kann. Ich meine, um Sam zu retten, würde ich Mike opfern, aber nur für Sam. Ich mag Sam. Noch mag ich Sam. Die hat noch nichts gemacht, um irgendwie mein Missfallen zu erregen. Anders als zum Beispiel Emily oder Jessica. Jessica ging mir zum Schluss auch ganz schön auf die Nerven. Nicht so weit, dass ich jetzt gesagt hätte, boah, ich bin froh, dass sie tot ist. Aber auf die Nerven gingen sie mir trotzdem. Okay, hier sind keine Hinweise anscheinend. Was haben wir hier hinten? Ist wieder eine Tonne, die wir verschieben können bestimmt. Deswegen gucke ich erstmal, was wir hier vorne noch haben. Hier ist gar nichts. Hier vorne auch nicht mehr. Gut, dann gehen wir die Tonne verschieben. Das ist ein langes Kapitel hier mit Mike, ne? Aber wir lernen auch sehr viel über die Geschichte dieses Ortes. So. Mike, mein Freund, wie viele Kugeln hast du eigentlich in deiner Waffe? Okay, Mike, das war dämlich. Okay, Mike, sieh zu, dass du da wegkommst. War ich das etwa? Hätte man das vermeiden können? Und der Clown schaut zu. So, wie geht's denn eigentlich Matt? Matt haben wir ja jetzt länger nicht gesehen. Matt ist extremst hilfsbereit.
fast schon krankhaft. Versteht sich aber kaum noch mit Emily. Ja, ich finde es total schade, dass wir dieses Bonuskapitel verpasst haben. Ich hoffe, dass ich das noch nachliefern kann. Vorzugsweise natürlich an der Stelle, wo es hingehört. Hey, es ist verschlossen. Scheiße, wer war das? Mann, hier läuft ein echt uncooler Streifen ab heute Nacht. Das sind so die beiden hier, Emily und Matt, wo es mir wirklich am wenigsten ausmachen würde, wenn die draufgehen. Die mag ich irgendwie beide nicht. Sorry. Tut mir so ein bisschen leid für Matt. Unfassbar, dass Josh tot ist. Unfassbar, wie er starb. Nein, ich meine, was, wenn sie sich irren? Was? Vielleicht hätten wir im Schuppen nachsehen sollen, ob es so war. Ach, keine Ahnung. Es gibt Dinge, die man nicht mehr vergessen kann, wenn man sie einmal gesehen hat. Ja, stimmt. Aber manche Dinge muss man selbst sehen. Ich glaube, was sie sagen. Ja, ich meine, wir haben es ja selber gesehen, ne? Ich finde das cool, dass wir hier wirklich Spuren im Schnee hinterlassen und dass die dann auch da bleiben. Das ist... Auch heutzutage ist das nicht selbstverständlich. Ach, wir sind jetzt hier an der Seilbahn, okay. Ich gucke trotzdem mal, ob es hier vielleicht Hinweise gibt. Vor allem hier links vielleicht ein Totem oder irgendwas. Da leuchtet doch schon was. Matt, geh mal gucken. Farbe? Noch ganz frisch. Okay, warum Farbe? Da liegt ein Totem. Kann aber sein, dass wir das schon hatten. Gucken wir einfach mal. Nein, das hatten wir noch nicht. Und das ist auch das eine, was uns noch gefehlt hat. Aber, ach du Scheiße, Matt. Was machst denn du? Was machst du für Sachen? Wir müssen aufpassen, dass Matt nirgendwo runterfällt. Matt, Abgrund, Mike, Feuerzeug. Was war das dritte? Achso, da wissen wir ja nicht, wer es ist, ne? Aber auf jeden Fall müssen wir in den Minen aufpassen. Gut, da müssen wir sowieso aufpassen, weil wir wissen ja, dass da die Monster sind, ne? Aber... Na, ist euch kalt? Da! Eine Axt! Mir geht's besser mit einer Axt. Eine Axt? In der Tür oder hier am Rand? Oh Gott. Jetzt weiß ich, wofür die Farbe benutzt wurde. Könnt ihr es auch sehen? Ich kann es sehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und die Axt natürlich in der Tür. Ja. Eine Axt, die in der Tür zur Seilbahnstation steckt. Die war vorher ganz sicher nicht da. Und wir hätten jetzt bestimmt ein Update gekriegt, wenn wir den Hinweis hier damals gefunden hätten. Ich finde das total schade. Also ich hoffe, dass wir möglichst viele Hinweise finden. Oh, was jetzt? Hier ist zu, Matt. Alle werden wir leider nicht schaffen, da bin ich ja recht sicher. Brech die Tür auf, oder? Wow, warte kurz. Wenn wir das Ding aufbrechen, wird er uns hören. Irgendeinen besseren Vorschlag? Ach, keine Ahnung. Vielleicht könnten wir dich erstmal in den Abgrund runterschmeißen. Da! Was? Ein Fenster. Ach, ganz toll, Matt. Da passt gerade mal mein Lippenstift durch diesen Schlitz. Nein, komm schon. Du passt niemals da durch, du Schrank. Ja, aber du kannst durchgehen. Ich pass nicht durch, aber du. Bist du irre? Ich zwäng mich doch nicht durch das winzige Loch. Du zwängst dich auch in noch engere Jeans, Em. Wie bitte? Ist dein Talent. Vergiss es, Dummi. Das fällt aus. Außerdem hockt dieser Irre bestimmt direkt dort unter dem Fenster und macht uns dann zu Pina Coladas. Ja, aber dann erwischt es wenigstens dich und nicht Matt. Also rein da. Auf geht's. Ich werde hacken und werde... Schluss, mach jetzt! Nein, du gehst durchs Fenster, du Bitch. Oh, ernsthaft? Toll, dass ich die Wahl hatte. Echt. Mann, 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 ey. Emily, du bist doof.
zwingst mir hier schon wieder deinen Willen auf. Ja, aber Licht anmachen, natürlich. Verdammt! Was ist passiert? Damit es auch ja nicht auffällt. Das ist irre. Wir waren doch vor ein paar Stunden noch hier. Das muss gerade passiert sein. Was zum Teufel geht hier vor? Das muss der Kerl sein. Derselbe wie ihr, wie bei Chris und Ash und Josh. Weißt du, dass das der einzige Rückweg ist? Sag das nicht. Da, die Seilbahn ist ein ganzes Stück draußen. Das, ich meine, das ist nicht weit, oder? Kannst du springen? Ich bin gut, Em. Aber nicht so gut. Trotzdem danke. Tja, Matt, wenn du nicht springen kannst, was sollen wir tun? Ich weiß nicht. Ja, mein Status-Update. Ja, unsere Beziehung zu Emily sinkt wirklich in den Keller. Gott, alles ist total demoliert. Ich glaube, da wusste einer genau, was er tut. Auf jeden Fall. Und nein, Matt wird dann nicht drüber springen. Ach, Alter, Emily, gehst du mal aus dem Weg, bitte? Olle Zuppe, ey. Ich kann die nicht ausstehen. Die kann ich echt nicht ausstehen. Gott hat hier alles auseinandergenommen. Wenn ich jemanden opfern muss, das Ding war ja schon vorher eine Bruchbude. Und jetzt? Dann ist das Emily. Auf jeden Fall. Gut, aber was machen wir? Wir könnten zum Schuppen zurückgehen und uns Josh Schleicher angucken. Nee, wir können hier hinten erstmal gucken. Müssen wir doch tun können. Ganz Ohr. Hier gibt's so viel Schrott, da muss doch was Brauchbares dabei sein. Wirklich freundlich. Ach, so grottig. Und natürlich das größte Klischee überhaupt, die Uhr ist stehen geblieben und zwar um 6.17 Uhr. Interessant. Da war doch gerade was. Da ist doch was. Achso, das sind die Kontrollen hier vorne. Nee, da gucke ich erstmal, was da hinten noch ist. Lass es sein, Matt. Wir gucken uns doch die Kontrollen an. Nicht, dass wir hier irgendwas tun könnten, aber wir gucken uns die Kontrollen mal an. Toll. Keine Schlüssel, keine Seilbahn. Also, zurück auf Anfang. Matt, wir brauchen einen neuen Plan. Wir können nicht rumsitzen und Däumchen drehen. Oh, allein die Stimme schon, die nervt mich total, die olle Zuppe. Matt, schick die bitte in die Wüste. Nutz sie als Monsterfutter oder was weiß ich. So, okay. Da oben ist das Sanatorium. Da ist Mike. Da ist das Cable Car. Es gibt einen Range-Up-Pfad zu einem Sendeturm, zu einem Radioturm. Ob das so die beste Idee ist? Hey, da! Feuerwachturm! Vielleicht gibt es in dem alten Feuerwachturm ein Funkgerät oder Telefon oder sowas. Möglich. Viel Auswahl haben wir ja nicht mehr. Wahrscheinlich, ja. Matt, wir müssen zu diesem Funkgerät. Aber nicht alleine. Wenn, dann machen wir das alle zusammen. Tut mir leid. Ich weiß nicht, Emma. Das könnte klappen, aber ich finde, wir... Ich meine, wir sollten zurück zur Lodge. Wir sollten nachsehen, was bei den anderen los ist. Warte. Im Ernst? Wieso willst du nur ständig zurück zur Lodge? Willst du vielleicht in dein Zimmer und heulen? Was? Boah, nein. Ist das eine blöde Pute, ey. Sei keine Pussy, wir müssen das tun, Matt. Gut. Schön. Was immer du sagst. Boah, mir ging's ja darum, dass wir uns mit den anderen zusammenschließen, dass wir hier nicht alle einzeln rumlatschen. Meine Güte, Emily, du blöde Bitch. Sieh bloß zu, dass du die loswirst, Alter. Matt war gegen Emilys Plan, zum Turm zu gehen. Joa. Definitiv. Ich meine, wir können gerne zum Turm gehen, aber wir sollten wirklich erst uns mit den anderen zusammentun. In der Gruppe sind wir stärker. Scheiß auf so eine Axt, ey. Oh, Moment. Fall bitte runter und brich dir das Genick. Was? Was geht bei dir, Süße? Ich hole uns hier raus, Mr. Blödbirne. Gott, ist die dämlich, ey.
Ich will mit der nicht mehr zusammen sein. Matt auch nicht.